Die Klinik für Thoraxchirurgie. Sie beschäftigt sich mit einem Spezialgebiet der Chirurgie. Hier werden Erkrankungen der Lunge operativ behandelt, mit Ausnahme der herzchirurgischen Eingriffe. Diese werden im Herzzentrum des Klinikums durchgeführt. Im Mittelpunkt steht die chirurgische Behandlung von Patienten mit bösartigen Lungentumoren, wobei keineswegs jeder Patient mit einer solchen Erkrankung operiert werden kann. Nur maximal 30% kommen überhaupt zum Thoraxchirurgen. Und von diesen müssen sicherlich noch mal die Hälfte wegen des hohen Risikoprofils auch von der Operation ausgeschlossen werden. Also das sind die wenigsten Patienten. Und deswegen ist nicht der operative Eingriff das Wichtigste, sondern die Indikationen für diese Operationen, die ja insgesamt auch sehr riskant sind und sehr viele Komplikationsmöglichkeiten beinhalten. Alle Patienten mit der Diagnose eines Lungentumors befinden sich gewissermaßen in einer Ausnahmesituation. Darauf wird in der Klinik für Thoraxchirurgie besonders Rücksicht genommen. Und in dieser schweren Zeit werden die Patienten durch intensive Gespräche und gute Betreuung aufgefangen. Ganz besonders wichtig ist dabei auch die Unterstützung durch die Familie. Die Angehörigen sind von Anfang an integriert, indem wir großen Wert darauf legen, dass die bei den Vorgesprächen dabei sind. Diese Vorgespräche finden in aller Regel hier statt. Deswegen auch 4 Stühle, 2 Angehörige, manchmal auch 3, mehr aber nicht. Und da wird der Patient, der ja in aller Regel schon weiß, worum es geht, nochmal informiert über die Abläufe in der Klinik. Wenn dann der Patient aufgenommen wird, ist in aller Regel auch ein Familienangehöriger hier mit dabei. Und am nächsten Tag, wie gesagt, dann die geplante Operation. Und weil wir ja wissen, dass diese Operationen lange dauern können und wir eigentlich nie genau vorhersagen können, wann der Eingriff vorbei ist, und wir ja auch wissen, dass die Angehörigen zu Hause sehr unruhig sind und sich Sorgen machen, deswegen rufen wir nach dem operativen Eingriff an und informieren die Ehepartner, dass alles soweit in Ordnung ist, dass der Patient auf Intensivstation ist und besucht werden kann. Und das setzt sich dann fort, dieser Kontakt zu den Angehörigen, auch bis zum Entlassungsgespräch, bei dem dann häufig die Leute auch selbst dabei sein wollen. Bei einer Lungenoperation handelt es sich um einen technisch anspruchsvollen Eingriff. Daher ist es wichtig, dass der Operateur über viel Erfahrung verfügt. In der Klinik für Thoraxchirurgie werden insgesamt pro Jahr etwa 500 Operationen durchgeführt. Auch der Patient selbst kann im Vorfeld einiges für einen komplikationslosen Operationsverlauf tun. Der Patient sollte auf jeden Fall vorher sich konditionieren, soweit es möglich ist. Wir haben ja etwa eine Wartezeit von 1 Woche. Natürlich wird jemand, der bis dahin nichts gemacht hat, nicht zum Marathonläufer. Aber er soll trotzdem sich konditionieren, viel rausgehen, in die frische Luft gehen, das Rauchen möglichst einstellen oder zumindest deutlich reduzieren. Und ich glaube, am wichtigsten ist, dass der Patient auch eine innere Haltung zu dem Eingriff entwickelt. Dass er sagt, ich will da durch, das ist ja durchaus mit Schmerzen auch verbunden, mit starken Einschränkungen. Und ich sage immer, der Kopf muss auch stimmen. Also man muss wirklich diesen Eingriff wollen und die Familie muss dahinter stehen. Gerade die lungenchirurgischen Eingriffe sind wegen der Brusteröffnung besonders schmerzhaft. Deshalb ist die Schmerzbehandlung ein wesentlicher Bestandteil der Therapie. Die Patienten erhalten vom Anästhesisten vor der Operation eine sogenannte Schmerzpumpe. Auf Knopfdruck kann der Patient dann selbst regeln, wie viel Schmerzmittel er benötigt. Doch die Schmerzpumpe ist nur ein kleiner Bestandteil der Behandlung nach einer Lungenoperation. Im Genesungsprozess sind weitere Maßnahmen von Bedeutung, insbesondere die Atemübungen und die Frühmobilisierung in der Lungensportgruppe. Die Klinik für Thoraxchirurgie arbeitet mit rund 35 Krankenhäusern und großen ambulanten Einrichtungen zusammen und hat auf diesem Weg ein Netzwerk in der Region und auch darüber hinausgehend geschaffen. Wir haben zum Beispiel auch die Situation in Duisburg, dass wir eine Initiative Lungentumoren Rhein-Ruhr gegründet haben, wo alle 2 Wochen sich die verschiedensten Fachkollegen, also Thoraxchirurgen, Pneumologen, Onkologen, Strahlentherapeuten, also alle, die sich mit Lungenkrebs beschäftigen, treffen sich dort alle 2 Wochen. Wir haben dort eine regelmäßige Fortbildung und besprechen ganz besonders komplexe Patientenfälle auch. Eine ganz besonders enge Zusammenarbeit existiert mit unserer Klinik für Lungen- und Bronchialheilkunde in Oberhausen-Sterkrade, da diese Klinik ein Bestandteil des Klinikverbundes ist. Darüber hinaus kooperiert die Klinik für Thoraxchirurgie besonders mit dem St. Johannes-Hospital in Duisburg-Hamborn. Seit mehreren Jahren werden außerdem Krebsinformationstage in der Region veranstaltet, die von den Patienten sehr gut angenommen werden. Hier findet sich Gelegenheit, um sich bei Professor Granetzky aus erster Hand zu informieren.